Häfen, Schiffe und das Meer sind immer ein Ausflug wert. So lautet das Motto des Jadeweser Port Info Centers in Wilhelmshaven. Besucher können sich hier in einer erlebnisreichen Ausstellung über den Bau des Jadeweserports, den Hafenbetrieb, die Containerschifffahrt und den Containertransport informieren. Wie das Ganze umgesetzt wird, erklärt Vanessa Becker, Leiterin des Infocenters. Das Infocenter, das bietet eine interaktive Ausstellung, die informiert, wie ein Produkt von Shanghai bis nach Europa gelangt. Man kann an verschiedenen Stationen sehr viel ausprobieren. Man kann selber mal einen Container befüllen und versuchen, platzsparend zu arbeiten. Man kann an einem Schiffssimulator sich mal als Kapitän üben. Wir zeigen einen Baufilm oben. Man kann verschiedene Einblicke bekommen in die Berufsbilder des Hafens und in die Logistikzone. Man kann mithilfe einer Webcam oder wenn Sie oben auf der Dachterrasse durchs Fernglas schauen, auch von nahem betrachten, wie ein Container gelöscht wird oder vielleicht auch, wenn Sie Glück haben, wie gerade ein Schiff an- oder ablegt. Der Jadeweserport ist der einzige deutsche Tiefwasserhafen mit einer Wassertiefe von 18 Metern. Das bedeutet, dass hier auch die größten Containerschiffe der Welt tideunabhängig abgefertigt werden können. Das Infocenter ist ein Gemeinschaftsprojekt des Landes der Stadt Wilhelmshaven und den Landkreisen Friesland, Wittmund und der Wesermarsch. Es existiert seit 2008, der Jadeweserport selbst wurde allerdings erst im September 2012 in Betrieb genommen. Das wurde ursprünglich gebaut, um über den Bau des Hafens und den Fortschritt des Hafens zu informieren. Darüber hinaus wurde dann angedacht, das auch weiter fortzuführen. Und somit haben wir hier eine Ausstellung, die auch allgemein über den Handel, die Logistik und die Aufgaben, die zu einem Hafen gehören, beschreibt. Themenschwerpunkt der Ausstellung ist die Reise unterschiedlicher Produkte von Asien bis zum Endverbraucher nach Deutschland. Zu den Aufgaben des Infocenters gehört es außerdem, Einheimische sowie Touristen über die aktuelle Entwicklung am Hafen auf dem Laufenden zu halten. Wir haben zudem viele weitere Besuchergruppen, die wir mit Vorträgen informieren, wie die aktuellen Entwicklungen sind. Wir bieten Filmvorführungen an über den Bau und die Entstehung des Hafens. Und natürlich haben wir auch unsere Bustouren mit im Programm. Da fahren wir in Bussen über das Gelände und erklären und informieren. Das Jadeweserport Infocenter ist von April bis Oktober täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Zeiten der Hafenbustouren können auf der Homepage des Infocenters nachgelesen werden.